Wird Orange Flamingo als Single-Version ohne Bundle dieses Wochenende noch etwas günstiger? Mir reichen auch nur zu 10 Minuten. Mentrax 23, wir haben sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen, muss man sagen. Hier haben Leute angerufen, gefragt, ja, was mit deinen Düften und so weiter. Und die Antwort ist klar. Und ich kann sagen, ich freue mich darauf, auch allen Leuten jetzt mitteilen zu dürfen. Jetzt in dieser Sekunde, macht euch bereit. Mentax, du bist auch einer davon. Jetzt, du wirst es auch hören. Und zwar, wir werden unsere Düfte niemals reduzieren. Das heißt, Orange Flamingo, Arabian King, Air Tiger, all diese Düfte werden niemals reduziert. Falls du mich fragst, ob du vielleicht dafür 98 Euro bezahlen kannst. Nein, niemals. Nein, du musst leider den vollen Preis bezahlen, wie alle anderen Leute. Und ja, kannst dich glücklich schätzen, dass da was dazu gibt. Ne? Weil am Ende, guck mal, eine Sache ist klar. Ob ich jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Jetzt ist mal Spaß beiseite. Ob jetzt hier dran 199 Euro steht oder 170 Euro. Am Ende, die 30 Euro interessieren doch eh keinen. Das ist eine mentale Sache. Manche Leute sagen, ich kaufe nur im Sale. Ist auch völlig in Ordnung, möchte auch nicht darüber diskutieren. Aber jetzt die Parfums, wofür soll ich das machen? Wir verkaufen so auch genug und es passt, also. Da ist so, wie es ist, weißt du? Dann bezahle ich den vollen Macht. Nichts hätte ja sein können. Ja, nein, guck mal, glaub mir, du wirst zufrieden sein. Alles gut. Verkaufst du auch Tester in mehreren Sorten als Set in kleinen Flaschen? Wäre leichter. Ja, also da habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Da sind wir dran. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir ein Testset machen. Es sieht aktuell danach aus. Wird natürlich auch Geld kosten. Aber wir warten mal ab. Also könnte sein, dass da was kommt. Aber jetzt nicht jetzt, wenn dann vielleicht mal irgendwann zu Winter, Ende des Jahres, kann auch beim Herbert nächstes Jahr werden, ne? Ne? Wir reden darüber schon ein Jahr. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht so ein großes Interesse, meine Düfte als Tester herauszubringen, weil das läuft ja auch so. Und ich verstehe die Leute, die jetzt nicht, die sich da sagen, ich bin ein bisschen unsicher und so weiter. Dafür haben wir ja eine Lösung, ne? Wir haben ja extra unsere Duftkarten gemacht. Das heißt, falls jemand wirklich wissen möchte, wie der Duft riecht, kauft einen 13-Euro-Artikel. Oder hier, was haben wir denn? Hier, guck mal. Wir haben heute diese Handyhüllen, haben wir doch für 10 Euro, 10 Euro, für 10 Euro, wo sind wir hier? Marc Gebauer iPhone Case hier. Also, guck mal, da kaufst du dir eine Handyhülle, hast du sogar noch was davon. Für 10 Euro kannst du dann dazu schreiben am Checkout, zum Beispiel nimmst du jetzt hier die Pepsi, so legst hier iPhone, ich weiß, was da hast du, 13 in den Warenkorb, so und dann schreibst du hier am Ende dazu, hier. Bitte um Orange Flamingo Duftkarte oder was auch immer. Und dann schicken wir das zu, dann kannst du daran, dann erstens, guck mal, du kannst dich von der Performance überzeugen, weil das Ding wird, sagen wir mal, gepackt, hingelegt, versendet und dann riecht es immer noch den ganzen Raum. Okay, dann heißt, das heißt, da kannst du dann schon mal sagen, oh, okay, krass, die Performance ist schon mal getestet. So, und von daher, ne, wenn du es wirklich vorher testen willst, dann ist das die beste Wahl. Kronos Kairos, ich wollte die Hülle kaufen. Für 13 Pro gibt es nicht mehr. Kommt es nochmal? Kann sein. Kann sein. Ich wäre jetzt nicht abgeneigt. Ich habe es jetzt nicht mehr bestellt. Kann aber sein, dass es nochmal kommt, ja. Was ist eigentlich das Besondere an deinen eigenen Düften? Wir haben bei unseren Düften einen extrem hohen Duftölanteil. Also normalerweise die Kalkulation, die in der Parfumbranche herrscht. Also ich sag mal, stark hochkonzentrierte Parfums haben 20 bis 25% Duftölanteil. Jeder Duft bei uns. Jeder Duft hat mehr als 25. Ich glaube, Air Tiger hat 25, Arabian King hat 50 und Orange Flamingo hat 40%. Und Berserker hat 35%. Und das geht natürlich brutal ins Geld. Also die Düfte, die ich habe oder die ich jetzt rausgebracht habe, ich habe das schon mal auch mit dem Herbert durchgekaut. Normalerweise sollte der Duft um die 500 Euro liegen. Air Tiger oder Orange Flamingo. Ne? Die sollten viel teurer sein aufgrund der Konzentration und der Menge an Duftöl. Und das Besondere ist, dass sie 199 Euro kosten. Ne? Das ist das Besondere. Und derjenige, der die Parfums gemacht hat, könnt ihr ja übrigens auch nachlesen, ist Chris Carbonell. Und der, meine lieben Freunde, jetzt hört gut zu, hat für Tiziana Terenzi Kirke gemacht, hat für Xerchow Erbapura gemacht, hat für Xerchow auch drei, vier andere Düfte noch gemacht. Der ist einer der ganz, ganz, ganz großen Parfümeure, der speziell in diesem Nischenbereich und intensive Düfte, also ich rede jetzt wirklich von Vollgasdüften, die richtig nach vorne abheben, da hat er halt, er ist halt einfach der gute Künstler, ist ähnlich wie ein Maler, der eine malt jetzt diesen Stil, der andere malt diesen Stil und Chris Carbonell ist halt derjenige, der immer diese nach vorne Düfte macht, ne? Also und von daher, ja, so ist das. Ist Arabian King wegen den 50% Duftölanteil teurer als alle anderen? Ja, also der Arabian King ist ja nicht nur 50%, also erstmal natürlich, das ist am Ende die
also das Öl ist das Teure daran. Wir haben aber auch die Flasche aus 18 Karat, also die Flasche ist mit 18 Karat Gelbgold und insgesamt sind es 3 Karat Gold, die pro Flasche verwendet wurden. Das kommt natürlich auch mal ins Geld, das heißt, es wird immer mit einem Pinsel von Hand aufgetragen und dann versiegelt mit einem Lack. Das geht natürlich auch noch mal ins Geld. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so.